Okay, Leute, herzlich willkommen in Gatwick, unserer wundervollen neuen PMDG 737-800. Und in diesem kurzen Tutorial will ich euch eben mal schnell zeigen, wie ihr den Reverse Thrust denn hier einstellen könnt, weil ich habe auch gesehen, dass einige Leute da ein paar Probleme haben. Wenn wir in die Einstellungen gehen, auf Controls, und ihr seht hier, ich habe hier Hold Throttle Reverse Thrust, also das, was man vielleicht vermuten mag, wenn man Reverse Thrust einstellt. Das habe ich hier auf dem Button quasi, wenn ich den Hebel hier unten in diese Raste reinziehe. Das kann ich machen hier bei meinem Throttle. Ihr könnt aber auch theoretisch einen anderen Button einfach draufgelegt haben. Wir sehen, ja, es passiert nichts, es funktioniert nicht. Und zwar müssen wir einen kleinen Trick anwenden, damit es dann eben funktioniert. Wir können hier einmal suchen nach Throttle. Wir scrollen runter und dann haben wir hier Decrease Throttle ganz unten. Und wir setzen uns dann hier unseren Button drauf oder was auch immer. Eigentlich total egal, was wir da drauflegen. Ich lege mir jetzt hier eben meinen Joystick Button 8 drauf. Ich klicke hier auf Validate. Dass das jetzt hier noch gebunden ist, das ist jetzt eigentlich nicht so schlimm. Das kann ich eben auch nochmal rausclearen. So, wir sehen jetzt hier bei Decrease Throttle habe ich jetzt hier meinen Button reingelegt. Ihr könnt irgendwas anderes reinlegen. Wir speichern das Ganze, wir gehen zurück in den Simulator und wenn wir jetzt den Button drücken, sehen wir, aha, es passiert was, und zwar die Reverser ziehen auf. Wenn ich den Button wieder loslasse, dann spulen die Triebwerke wieder runter in Idle.